Willkommen zurück bei Lufia. Oh, wieder eine normale Begrüßung. Nein, 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 nein. Ihr Hundesöhne, ich hasse euch übelst. Ich werde niemals gegen die kämpfen, auf keinen Fall. Eine Schweinerei ist das, das sind keine Gegner, wirklich nicht. Das sind einfach nur Teufel, Dämonen, die einen einfach töten sollen. Man soll den ausweichen, das wette ich doch. Also wirklich. Nein, sowas traue ich mir nicht zu. Und wir sind schon an der Spitze, das ist ja ein kleiner Turm. Dungeon davor hin hat mir ziemlich weh getan. Oh, aber es gibt noch ein Rätsel zum Abschluss. Natürlich. Und das ist auch nicht gerade schwer. Hm. Muss ich nur dazu bringen. Ja. So. Jetzt kann ich durch. Ach, das ist doch wieder ein doofes Rätsel. Oh, ein rothaariger normaler Typ. Ist der Endgegner oder was? Was ist los, Seth? Ach, Seth. Den denke ich doch nicht mehr. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Das ist bestimmt wieder Idora. Wenn jetzt nochmal Idora kommt, dann... Oh. Hier im könnte das... Ja, ich fühle es auch. Es fühlt sich an wie Gades Energie, nur stärker. Ein weiterer Höllenfürst also. Ein stärkerer Höllenfürst. Ihr müsst sehr stark sein. Nur einer kann sich nicht bewegen. Ah! Das war lustig. Was ist los? Fühlt ihr euch nicht wohl? Wer bist du? Zeige dich! Ich glaube, ich habe das falsch betont. Das sieht aus wie Gades, nur mit grünen Haaren und einer goldenen Rüstung. Du musst M sein. Ja, ich kann deine Kraft fühlen. Wirklich beeindruckend. Wer bist du? Man nennt mich Amon, den Chaosmeister. Amon? Noch ein Höllenfürst? Wo sind deine Kumpanen? Ihr kennt uns? Das tut nichts zur Sache. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Daos und Erim werden bald auftauchen. Schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Du spuckst große Töne, Unhold. Wow, oh mein Gott, er rennt gegen die Schulter und fliegt gegen die Wand. Jetzt zeige ich euch die Macht des Terrors. Aha, er ist der Höllenfürst des Terrors? Des Chaos, ach. Ich höre nicht zu. Guy, alles in Ordnung? Ja, aber die Lage ist ernst. Armon ist viel stärker als Gades. Ich konnte mich nicht bewegen, wie peinlich. Das ist doch nicht schlimm. Ich bin ein echter Schwächling, ich werde noch etwas trainieren. Ja, also, dass du an den Ninjas vorbeigekommen bist, zeugt nicht von einem Schwächling. Eigentlich finde ich das einfach nur... Ach, der cheatet ja. Hast du den Stein der Prinzessin gefunden? Nein, noch nicht. Er müsste sich hinter der Tür befinden. Werde ich jetzt gegen Amon kämpfen? Wenn er so stark sein soll, werde ich wohl nicht gegen ihn kämpfen. Das ist... Hier ist nichts. Ja, nur dieser grüne Stein, sonst nichts. Das ist der Stein. Dieser grüne Stein, der ist doch wertlos. Ja, aber es ist der Stein der Prinzessin. Ich muss zurück ins Schloss. Und wir haben ihn dorthin gebracht, wenn hier so viele Monster sind. Ich verstehe gar nichts, aber ich glaube, die Frage wird auch nie beantwortet. Wow. Soll ich jetzt über den ganzen Turm nach unten laufen? Es gibt doch keinen Fluchtzauber oder so. Ey, komm. Boah, ihr könnt mich mal. Ey, ihr könnt mich mal wirklich. Kreuzweise. Ich will jetzt einen Fluchtzauber oder so. Oder Teleport. Komm, ich bin noch draußen. Die sollten mich teleportieren können. Warp. Ach. Pause! Wow, und wirklich kein Ereignis, was irgendwie auf dem Weg eingetroffen ist. Na, der Turm war ja nicht zum Glück. Ach, der Turm war zum Glück ja nicht so groß, also. Dürfen wir hier fertig sein? Naja, auch wenn wir hier schon fertig sind, es gibt noch 20.000 andere Länder. Gefühlte. Irgendwann zähle ich mal die ganzen Locations. Also mit Stadt und. Also, ihr Region tue ich mal zusammenzählen. Vor allem ist die Geschichte in jeder Region immer so total ausgelutscht und ausgeleitet. Ach, das interessiert mich doch gar nicht, ey, Werf oder wie, was die Prinzessin heiraten wird. Oh mein Gott. Also Terranigma, um ein positives Beispiel zu nennen, schon einige bessere Vorschläge. Nennst du das ein Juwel? Diesen hässlichen Stein? Jawohl, ich bin sicher, das ist das Juwel. Ruhe, du hast das Juwel nicht gefunden, oder? Hier hast du ihn. Was soll ich mit diesem Kieselstein? Wie kann ich helfen? Keine Sorge, Erik. Man sagt, die Prinzessin mag Saphire. Bist du sicher? Ich habe ein Saphir vorbereitet, nur für den Fall, dass so etwas eintreten sollte. Wunderbar, dann können wir ja gleich zur Prinzessin, gell? 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 Ah, Gott. Yennefer, ich habe den Juwel aus dem Turm geholt, um dir etwa meine Liebe zu beweisen. Das ist nicht das Juwel, das ich gemeint habe. Was?
Du warst doch in den Turmsef, oder nicht? Ja! Hast du es hier wohl gefunden? Nein. Ich verstehe. Aber ich habe etwas gefunden, das du verloren hast. Was denn? Etwas, das du verloren hast, als wir noch Kinder waren. Ich habe den kleinen Stein nie vergessen, den du mir gegeben hast, als wir noch Kinder waren. Prinzessin, ich bewahre ihn immer noch auf. Ich wusste nicht, dass ein Stein... Sef! Prinzessin, ich bin deiner nicht wert. Raus. Boah, ich habe bisher erwartet, dass er jetzt rennt. Ich bin mit dem Warten aufgewachsen. Lass mich jetzt bitte nicht mehr länger warten. Das werde ich bestimmt nicht. Prinzessin. Oh, du bist immer noch hier. Du kannst gehen. Echt tolles Ende. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, nachdem du alles wieder beruhigt hast. Du kannst gehen. Oder nachdem sich alles... Ach, egal. So einfach kommst du nicht davon. Ich bin der Einzige, der Schloss retten kann. Hüte deine Zunge, du Wicht. Ich bin ein König und werde auch alleine mit allem fertig. Ich hoffe, du wirst das nicht irgendwann einmal bereuen. Prinz, warte auf mich. Edelmann? Also der Edelmann ist ein Prinz. Das hat Spaß gemacht. Boah, was ist das denn für ein dummer König, ey? Oh Gott. Denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja, denke ich auch. Autsch, was ist da los? Entschuldigung, ich war etwas in Eile. Stimmt was nicht? Ein Mann hat die Stadt im Norden, Agurio, völlig zerstört. Ich muss sofort dem König davon berichten. Agurio? Kenne ich doch nicht, ne? Ja, das muss Amon sein. Bitte nicht schon wieder. Auf, gehen wir! Ich hoffe, ich kenne die Stadt, weil das wäre immer was Neues. Ich meine, ich habe eigentlich gar nichts gegen Backtracking. Ich meine, wenn man zurückgeht und so, dann hat das auch irgendwie... Tut man nicht einfach jede Region lieblos abklappern und so. Müsst ihr verstehen. Ich guck mal, ob ich einen Aguri auf der Warp... auf dem Warp-Verzeichnis habe. Na, selbstverständlich. Warte, ich vielleicht unter... neben Königreich. Wo soll denn eine Stadt sein? Wieder klar und irgendwie kommt mir jetzt auch wenig vor. Ist es aber nicht, ehrlich nicht. Nein. So, die Stadt im Norden, Agurio. Ich mach mal nördlich der Weltkarte. Im Norden. Ich nehme mal an, im Norden des Landes und... Naja, ich sehe keine Stadt. Gegner werden auch noch kommen. Boah, warum gibt's hier nicht die gedrückte Steuerung-Taste wie beim RPG Maker? Oh Mann, nein, ich will nicht. Schon wieder Ninjas. Wahrscheinlich sind das wieder solche Saftsäcke. Oh. Ich überlege jetzt ernsthaft, safe zu staten. Safe zu staten. Ja, das klingt geil. Ah, die könnte ich. Oh, sorry. Die könnte ich ruhig bekämpfen. Die sind ja nicht schlimm. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht, oder? Ich glaube, hier bin ich letztens umgekehrt. Ich weiß nicht mehr. Einfach... Ach so, ach klar, stimmt ja. Neue Region. Tempel nach Agurio. Ey, die Stadt... Ich wette, die Stadt ist schon seit... Seit ich auf der Lufia-Weltkarte war, angegriffen. Nur das Dumme ist, man kommt da ja erst hin, wenn die Handlung so weit fortgeschritten ist. Also, pff, faul Entwickler. Also, die Stadt ist schon seit Ewigkeiten angegriffen. Wenn ich mich da irgendwie hinglitsche oder hinschiete, dann... Sieht man's auch. Wie voll dumm. Wow, krass. Moment. Hier ist nichts mehr außer die Stadt. Das ist doch mal was Geiles. Also, Dead End und so, würde ich sagen. Es geht nicht mehr weiter, oder? Ich hoffe doch. Wie war mal mit den Leuten? Ha, wir können nicht mit ihnen reden. Oh, selbst Kinder. Wie? Ihr könnt Kinder sterben lassen? Das ist doch unmoralisch. Oh, guck mal, da ist Iris. Iris, was tut das? Naja. Als ich hier ankam, war es bereits zu spät. Ach, laber doch nicht. Wenn du rechtzeitig hier gewesen wärst, hättest dich genauso erwischt wie die Leute hier. Ja, alleine hätte ich nichts ausrüsten können, ausrichten können. Absolut nichts. Wenn ich Amon damals besiegt hätte, wäre dies niemals geschehen. Ich habe dir erzählt, dass dein Schicksal das Kämpfen ist, aber nun... Was nun? Du hast genug gekämpft. Leg dein Schwert ab und kehr in dein normales Leben nach Pandoria zurück. Warum sagst du so etwas gerade jetzt? Du bist nicht stark genug, um Amon zu besiegen. Du wirst im nächsten Kampf unterliegen. Es kann sein, dass Amon wirklich so stark ist, aber das muss ich selbst herausfinden. Ich kann Amon nicht vergeben, dass er diesen unschuldigen Menschen so viel Leid zugefügt hat. Deine Aura. Ich fühle eine positive Energie in deinem Innersten.
Wie bitte? Ich fühle auch Wut in dir. Doch du kannst sie unter Kontrolle. Mit dieser Energie kannst du Amon besiegen? Der Weg, um einen der Höllenfürsten zu besiegen, ist die Energie, die in dir steckt. Kannst du mir das etwa genauer erklären? Die Höllenfürsten sind die Energie des Bösen. Besiegst du ihre Energie, besiegst du auch sie. Deine eigene Energie ist nicht stark genug, um Amon den Höllenfürsten zu besiegen. Wie kann ich stärker werden? Energie kommt aus deinem Innersten. Viel stärker wirst du nicht werden, aber was? So sprich doch endlich. Es gibt ein Schwert, das die Energiewellen verstärkt. Das Lufia-Schwert. Ein Schwert, das Energie verstärkt? Ja, das Lufia-Schwert. Es reagiert auf die Energie seines Trägers und verstärkt dessen Kraft. Lufia-Schwert, weißt du, wo ich dieses Schwert finden kann? Keine Ahnung, vielleicht ist das alles auch nur ein Teil deiner Legende. Ach, einer Legende. Ja, aber der Glaube an dieses sagenhafte Schwert verleiht mir neuen Mut und neue Kraft. Also wirst du doch kämpfen. Auch wenn es dein Ende bedeuten könnte. Es ist leichter für mich, mein Schicksal zu folgen, als einfach davon zu rennen. Ich werde dich nicht zurückhalten, doch ich kann die Leute hier nicht so zurücklassen. Hilfst du mir? Natürlich. Okay, war ja ziemlich viel Gelaber. Sorry, ich muss ja ein bisschen Dramatik aufbauen. Mögen die, die leiden, mussten in Frieden ruhen. Sie werden im Paradies glücklich sein, oder? Ja, das werden sie. Und wo haben die jetzt verbuddelt? Was wirst du jetzt tun? Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich werde nach dem Lufia-Schwert suchen. Außerdem habe ich mit Amon noch eine Rechnung offen. Ich habe eine Lichtkugel nach Süden fliegen sehen. Das könnte Amon Gewinn sein. Er hat nicht diese... keine Ahnung. Aha, ich gehe jetzt lieber. Ja, verschwinde. Iris! Wirst du mir eines Tages erzählen, wer du wirklich bist? Der Tag wird kommen, an dem du alles erfährst. Wenn ich dir mein wahres Ich zeige, wirst du mich nicht mehr erkennen. Ach, ich glaube, ich weiß schon, wer Iris ist. Und sie ist zwar ein Höllenfürst, weil ich habe nämlich genau im selben Intro das Charizard gesehen. Also von dieser Blauhaarigen. Und irgendwie ist dasselbe nur gefärbt und... Naja, wer soll sie sonst sein? Naja, jedenfalls... Scheiße, ich habe gar kein Ziel mehr vor Augen. Ich hoffe, da wird irgendwas von selbst noch gesagt oder so. Ich habe echt kein Ziel mehr vor Augen. Das ist krass, ich habe keinen Bock in eine Lösung zu gucken. Was die Menschen im Agurio waren. Ja, ich gehe nochmal nach Agurio, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was vergessen. Ich gehe doch nicht ins Dorf, um dann wieder abzuhauen. Ja lol, ach okay, ihr seid nett. Das sage ich immer wieder. Agurio, vielleicht finde ich mit einem Schiff noch was oder so. Oder ich gehe zur Schicksalsinsel, Lord. Wo ist doch mein Schicksal, versteht ihr? Das Kreuz spreche ich nochmal an. Nützt nichts. Okay. Naja, ich gehe dann einfach mal wieder aufs Schiff und wir gucken mal, wie es weitergeht. Naja, immerhin mal was Neues oder so. Wieso was Neues? Naja, ich komme nicht in eine Region, wo noch ein Dungeon ist oder so. Ich bin über jede Veränderung des immer gleichen Ablaufs zufrieden. Ist einfach so. Von daher... Warum sage ich eigentlich immer Charizard? Fällt mir gerade ein, wie von gerade. Also Charizard ist eigentlich vom FG-Mac noch Begriff. Also ihr wisst schon, derselbe Charakter gepixelt, nur umgefärbt. Und so weiter. Ihr könnt mich mal... Ich hab den Schwertfisch gekillt, da brauchst du eine Krake? So, ich muss mal sowas sagen. Ah, ich kann hier nach unten. Oh, wohin kann ich alles? Das Dumme ist, es kommen Monster, aber nicht so viele. Ja, doch. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, 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 hier ist... Hier sind die Dreiecksinseln. Dort sind Dörfer? Häuser. Ich komme aber dort nicht hin. Naja, und da ich immer nur vom Monster belästigt werde, denke ich mal im nächsten Part. Erfahren wir mehr oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich schwimme jetzt noch so weit nach unten, bis ich eine Insel finde. Wow, mit dieser Insel machen wir jetzt weiter. Und zwar... Oh, 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 ein neues Kapselmonster.